Yo Leute, Double P's, hier ist wieder Tanzverbot und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mein Einkauf vom. So viele Leute haben sich's gewünscht. Ich habe es eine ganze lange Zeit nicht hinbekommen, weil ich halt sehr wenig zu Hause bin. Ich bin sehr viel unterwegs. Aber jetzt habe ich es für euch hinbekommen, endlich mal wieder Essen zu bestellen und es mir vor meiner Haustür liefern zu lassen. Yay, Mann, stark. Ja, sind auch pünktlich angekommen. Lieferintervall war 10 bis 12 Uhr. Die waren um 10 Uhr 5 da. Ich habe hier mit dieser Hose aufgemacht, habe leider kein T-Shirt so schnell gefunden. Mach auf. Zwei Deutsche gucken mich an, haben mich erkannt. Hat sich geil angefühlt. Das ist auf jeden Fall ein geiler Einstieg in den Tag. Und ja, was soll ich sagen? Lehnt euch einfach zurück, Alter. Das Video wird locker 15 bis 20 Minuten gehen. Ich werde mit euch hier schön ein paar Sachen auspacken, euch wieder ein bisschen was dazu sagen. Ihr kennt ja, wie es hier läuft. Ich weiß wie immer nicht, welche Folge das heute ist. Auf jeden Fall ist es das einzige Format bei mir auf dem Kanal, was irgendwie so fortwährend immer gelaufen ist. So alle anderen Formate, ja, jetzt ist wieder ein neues Format, da kommt eine Folge von und dann kommt nie wieder irgendwas. Das bin ich. Fangen wir einfach mit der Tüte hier vorne an. Ja. Die geile Thunfischpizza von Tegut. Ich kann Tegut halt wirklich empfehlen. Das ist zwar, viele kennen das gar nicht. Ich glaube, das kommt nur aus einer bestimmten Region von Deutschland. Ich kenne Tegut auch nur, weil das bei Amazon Fresh verfügbar ist. Aber ich finde das echt gut. Das ist so solide verarbeitet. Hört sich komisch an, aber das ist solide gemacht, die Produkte. Ich habe jetzt schon viel von Tegut geholt, weil das die Billigmarke ist dort. Also das ist Amazon Fresh ist an sich ziemlich teuer, muss ich sagen. Also ich bezahle bestimmt mehr, als wenn ich das einfach normal einkaufen gehe. Aber irgendwie muss sich ja dieser Lieferservice auch finanzieren und deswegen greife ich oft auch halt auf die billigeren Produkte zurück. Und Tegut kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Ist tatsächlich eine Ladenkette irgendwo in Deutschland, weil hier in Berlin kennt man es nicht, aber ich habe es glaube ich schon mal gesehen. Und ja, hier habe ich mir halt zweimal Thunfischpizza gegönnt. Leider hatten die dieses große Dreierpack nicht, weil normalerweise haben die Salami-Pizza im Dreierpack und das schmeckt echt gut und das geht auch mit meinem billigen Backofen. Ich habe leider so einen richtigen Drecksbackofen und die Billigpizza funktioniert damit, weißt du, weil da nicht so viel Gemüsezeug drauf ist, was dann zerläuft und die dann manchig macht, sondern einfach nur Salami rauf und das ist dann schön knusprig, so wie es sein sollte. Und du denkst einfach, du bist beim Italiener, dabei holst du die einfach nur aus deinem 150-Euro-Backofen raus und das ist geil. Zweimal Thunfischpizza. Schön mit Magnum-Eis, das ist einfach so geil. Ich habe mir damals, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das war ein Kumpel, der hieß Drain, wir waren beim Aldi gewesen und ich habe mir dieses Magnum-Eis geholt einfach. So ein Magnum-Eis, das war was Besonderes. So Mama hat mir manchmal erlaubt, eins davon zu essen, wenn wir das gekauft haben, aber ich durfte nie mehr als eins essen. Und dann habe ich mir einfach mal meinen Traum verwirklicht, indem ich einfach mit ihm zum Aldi gefahren bin. Und dann habe ich mir einfach so eine Sechserpackung, aber ich glaube, das waren die No-Name-Dinger davon, aber es nimmt eh alles keinen Unterschied. Also so einen großen Unterschied schmeckt man nicht, außer vielleicht von der Schokoladenqualität. Ach, müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Man bezahlt hier auf jeden Fall deutlich mehr für. Da habe ich mir diese 6 Stück geholt, habe mir die wirklich hintergeknallt und danach war mir so schlecht. Macht es einfach nicht. Esst hier von 1, 2, dann ist es zufrieden, stimmt, aber esst nicht alle 6. Also ich kann davon nur abraten. Aber Magnum auf jeden Fall absolutely favorite. Kann man empfehlen. Als nächstes habe ich mir hier Cremissimo Schokoladen bla 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 holen. Keine Ahnung, ich schieb gerade übelst diesen Eisfilm, das mag ich übertrieben. Du sitzt so vorm Fernseher oder sowas, machst hier Cremissimo auf und dann ziehst du hier einfach nur mit einem Löffel durch und hier oben ist so eine geile Schokoladenschicht, so mit Splittern und sowas. Ich meine, ihr hört es schon. Verarbeitungsqualität auf höchstem Level hat sich einfach schon gelöst. Ja, ist ja nicht schlimm. Steht schon ein bisschen hier. Ich habe schon ein, zweimal versucht, das Video aufzunehmen. Also, ich war dann auch faul und dann steht es hier einfach 30 Minuten rum. Ist natürlich nicht gut für Eis, aber ich werde das jetzt auch gleich machen. Auf jeden Fall kann ich das hier mega empfehlen. Das ist geil. Mein Problem ist immer nur, ich esse das ganze Ding auf. Ich bin einfach zu faul, das wieder zurück in den Kühlschrank zu bringen und esse es dann einfach ganz auf und dann ist mir auch wieder schlecht. Weißt du, ich kann mich selbst einfach null kontrollieren. So, fangen wir hier mal weiter an. Dann kommt das gute Teegut wieder zum Einsatz. Ich habe mir. Alter, was ist denn das für eine Verpackung? Okay, das sieht echt komisch aus. Ich habe mir zweimal Rahmspinat geholt. Spinat ist gesund. Spinat ist tatsächlich eins meiner Lieblingsessen, auch wenn es so ein Kinderschreck ist und ich eigentlich so absolut das Idealbild eines Kindes von meinem Essverhalten bin, mag ich Spinat doch sehr und es ist halt absolut easy zu machen. Du haust hier einfach nur das Ding. Du haust ja einfach nur das Ding in Kochtopf rein und lässt es warm werden und dann ist fertig und das kann man sich einfach gut gönnen. Und im Tiefkühlfach, ich habe eh so ein 3-Stufen-Tiefkühlfach, da passt eine Menge rein und du kannst einfach immer darauf zurückgreifen, wann du willst. Weißt du, irgendwann in einem halben Jahr denkst du dir so, oh, der Spinat von Tegut, der ist ja noch da und dann kannst du ihn einfach nutzen, weil es ist nicht so oben, wo es einfach vergammelt, sondern das kannst du einfach ewig im Tiefkühlfach lassen. Und das feiere ich an Tiefkühlzeug. Deswegen habe ich mir auch noch mehr davon geholt.
Hier habe ich mir wieder die Koppenrad und Wiese Brötchen geholt. Ist auch geil, wenn man die einfach da hat. Ich glaube. Was soll man dazu? Soll man dazu großartig sagen, wenn man die aufbackt? Bei mir ist Aufbacken halt immer so eine Sache. Wie gesagt, die haben mir halt, nachdem ich hier eingezogen bin, habe ich mich beschwert, dass ich einen neuen Backofen haben will, weil der von der Vormieterin so verranzt war. Der war aber geil. Und dann haben sie mir halt so wirklich so ein richtig billiges Ding eingebaut, was man anmacht, was denn so nach Plastik riecht und ganz doll knackt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir ja letztens Fischstäbchen gemacht. Dann habe ich den ausgemacht und der knackt immer so. Und dann nehme ich mal erstmal Abstand, weil ich das Gefühl habe, dass gleich meine gesamte Küche explodiert. Und die werden leider auch hart. Ich habe leider keinen schönen Backofen, aber die schmecken trotzdem gut. So mit Nutella kann man sich auf jeden Fall dann einen schönen Abend mitmachen. Wie gesagt, das ist halt ein Tiefkühlprodukt. Das bedeutet, du kannst es immer benutzen. Oh ja, genau, das brauche ich jetzt. Irgendwelche Leute draußen, die dann so lauschen. Ah, ja, okay, geil. Ja, oh, Alter, da läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Ich habe mir hier wieder den wunderbaren Sahnepudding geholt. Tatsächlich von jeden Tag. Keine Ahnung, jeden Tag scheint wahrscheinlich die Eigenmarke von Tegu zu sein. Ich habe absolut keinen Plan. Ist auf jeden Fall auch die billigere Marke. Also die Aufmachung von der Verpackung wirkt halt so, wie als ob es von Tegu kommt. Ich habe keine Ahnung, es wirkt so. Habe ich mir den wunderbaren Sahnepudding geholt. Sahnepudding ist einfach so unglaublich geil. Ey, du holst dir einfach einen Löffel aus dem Besteckkasten raus, machst das auf und hast einfach diesen Sahnepudding so auf den Löffel und steckst ihn in deinen Mund rein. Das ist einfach ein fast besseres Gefühl gibt es nicht. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann würde ich wirklich fast an erster Position, natürlich so Sex ist auch wunderbar, aber so ein Sahnepudding-Löffel schön in den Mund stecken und einfach diese aufgeschlagene Luft, das ist einfach geil. Sahnepudding kann ich jedem empfehlen, macht allerdings auch sehr fett. Also denkt da zweimal drüber nach, ob ihr euch einen Sahnepudding kauft. Ich mach's einfach, weil ich habe jetzt 8 Kilo abgenommen und ich muss jetzt erstmal wieder zunehmen, um wieder in Topform zu kommen. So, dann habe ich mir hier, ja, okay. Dann habe ich mir hier, Alter, diese Radieschen. Ey, ich schwöre es euch. Guckt euch diese Größe der Radieschen an. Ich habe mir hier die Radieschen dreimal geholt. Ich will die jetzt nicht alle auspacken, weil die hier halt diese Blätter noch drumherum haben. Aber alter Schwede. Guck mal, ich habe hier für 60 Cent bezahlt. Nee, 50. 50 Cent bezahlt man bei Amazon. Wie hieß es? Amazon Fresh. Alter, ich krieg gar nichts mehr hin. Bei Amazon Fresh bezahlt man 50 Cent für so ein Bündel. Guck mal, was das für Dinger sind. Alter. Das ist so ein Radieschen. Ganz ehrlich, für die Leute, die Radieschen lieben und normalerweise ins Kaufhaus oder so dafür gehen, ihr wisst ganz genau, ihr müsst morgens hingehen, dann könnt ihr euch noch ein großes Bündel abholen. Aber abends oder mittags oder sowas, da sind die ganzen großen Bündel abgefarmt und dann kriegt ihr keine mehr. Und hier ist jedes einzelne Bündel, jedes einzelne Radieschenbündel ist einfach fett. Digga, was sind das für Radieschen? Die bekommst du unter normalen Umständen nicht. Die sind übergroß. Guck mal, die sind alle überdurchschnittlich groß. Das ist krass. Das feiere ich eigentlich. Das feiere ich an Amazon Prime einfach. Also Radieschen bekommst du hier immer in Überfluss, große Sachen. Falls ihr euch übrigens fragt, warum hier ein Stativ im Hintergrund ist, eigentlich wollte ich gerade mal mit meiner wunderbaren Kamera das Video aufnehmen. Ich fange das Video an. Jo, moin, moin, Leute. Rede halt so und dann sehe ich auf einmal, dass die Batterie leer ist. So. Weißt du, das ist geil. So, nie benutzt du die Kamera, dann benutzt du die einmal und hast sie nicht aufgeladen. Das ist wieder absolut schlau. So, altbewährter Gast, da muss man nicht viel zu sagen. Geil, Mann. Ich habe mir jetzt hier wieder die Mühlenfrikadellen geholt, sind halt auch geil, aber das Problem ist, die trocknen halt aus. Ich habe allgemein das Problem damit, ich weiß nicht, ob das Gefühl ist, die trocknen sehr schnell im Kühlschrank aus. Also die machen ein großes Problem. Oder vielleicht liegt es auch an meinem Kühlschrank, dass der irgendwie scheiße eingestellt ist. Aber das ist ein neuer von Bauknecht, der ist ja nicht schlecht, der sieht wirklich schön aus und der hat eigentlich einen schönen Kühlungsgrad. Aber ich habe jetzt einfach das Problem, wenn ich die so 2-3 Tage drin lasse, dann sieht man hier, wie sich hier das Kondenswasser bildet und das ganze Wasser geht aus den kleinen Bulettchen raus und dann fuckt es einfach ab und dann sind die so hart, also dann sind die so ausgetrocknet und das nervt mich einfach. Aber an sich ist das einfach ein absolut geiler Geschmack, den ich nicht missen will. Die harten Zeiten mit 10, 12 Mal hintereinander bestellen dieses Zeug oder 10, 12 Mal die Verpackung bestellen, die habe ich nicht mehr, aber 3-mal müssen die auf jeden Fall im Kühlschrank sein. Und hier gibt es sogar gerade ein Gewinnspiel, das mag ich sowieso immer. Jetzt unvergessliche Mühlenmomente gewinnen. Ach, ich kann das nicht leiden, Alter. Weißt du denn, dann hast du einmal Glück und gewinnst bei so einem Preisausschreiben und dann, geil, Alter, ab nach Deutschland zu irgendeiner Mühle. Weißt du, dann stehst du vor der Mühle, die dir in der Werbung gezeigt wird und du denkst dir so, Alter, geil. Was war das andere Preisausschreiben? Amerika? New York? Ach, geil, ich stehe hier in Deutschland vor einer Mühle. So, weißt du, das ist so mein Glück. Machen wir mal weiter. Habe ich mir die wunderschönen Milchschnitten geholt. Das ist einfach ein Kindheitstraum.
keine Ahnung, Mann. Ich habe so viele Erinnerungen damit. So, Omi hat mir die immer gegeben. Opi wollte immer nicht, dass ich süßes Zeug esse. Und sie hat mir immer noch heimlich was gegeben. Oh nein, hier ist meine. Ich hoffe, euch triggert das hier nicht. Ja, meine Lippe ist extrem trocken. Und damals habe ich dann immer die oberste Schicht von der Milchschnitte abgemacht und habe dann, das ist ganz komisch, keine Ahnung, habe dann immer an dem weißen Zeug rumgeleckt. Also kein Unterschied zu heute, nur dass es keine Milchschnitten mehr sind. Ja, habe ich mir halt die kleine Packung von geholt, weil die 10er war mir, glaube ich, zu groß. Ich glaube, die habe ich auch noch, weiß ich nicht, von einer anderen Größe. Dann habe ich mir schön den Weinstefan-Kakao in der 1-Liter-Variante geholt. Das ist geil. Ich muss meine alte, ey, ich habe hier noch Milch von letzten Jahr, Alpenmilch von letzten Jahr drin. Ich hoffe, ich verwechsel die nicht. Weißt du, so voll heißhungermäßig komm ich dann so an den Kühlschrank, mach so auf und wir trinken und dann trinke ich einfach so sirupähnliche Milch. Nee, aber das ist hier geil. Ich muss das wirklich wegschmeißen. Ey. Ich wollte aber mal ein Video darüber machen und gucken, wie das schmeckt, weil ich habe das dauerhaft gekühlt. Vielleicht funktioniert es noch und ich kann der Industrie so einen Streich spielen und sagen, ey, Mindesthaltbarkeitsdatum, scheiß drauf. Du kannst die Milch auch noch ein Jahr im Kühlschrank stehen lassen. Hier habe ich mir 1A Spitzenqualität geräuchert gekauft, Salami, keine Ahnung, also das überzeugt mich auf jeden Fall bei der Produktaufmachung, wenn da steht 1A Spitzenqualität, weil sonst hätte ich es mir einfach nicht gekauft. Ja, ist halt ganz normale Salami, so für etwas, was ich auch noch gekauft habe, das müsste hier, ach hier ist es, kann ich gleich rausholen für Toastbrot, ganz spektakulär. Ja, was soll ich euch sagen, ist halt Toastbrot. Dann habe ich mir hier einen Exqueser Käsekuchen geholt. Ich glaube, ich habe den zweimal geholt. Oh nein, jetzt haben die den irgendwo anders verpackt. Den werde ich ihn euch nachher nochmal zeigen. Also hier ist auf einmal Exqueser Käsekuchen. Da muss ich auch nicht mehr zu sagen. Schmeckt einfach geil. Trocknet aber manchmal auch aus. Also nicht zu lange im Kühlschrank lassen, weil ja, wird halt wirklich komisch. Und so normal schmecken die gut. Ich glaube, das liegt einfach an der Kühlung. Vielleicht stimmt irgendwas mit meinem Kühlschrank. Das wäre natürlich lustig, wenn ich irgendwie 500 Euro für einen Kühlschrank ausgegeben habe und der jetzt schon nicht mehr funktioniert. Dann habe ich mir hier Milka Mousse geholt. Irgendwie sieht das gar nicht so lecker aus, muss ich sagen. Also es wirkt sehr künstlich, also von der Produktaufmachung her. Aber ich mag dieses Mousse halt, dieses cremige, dieses Sahnepudding-mäßige, das mag ich. Dann habe ich mir hier auch von Landliebe zweimal, hier kennt man, ist halt absoluter Standard, so hat jeder schon mal gegessen. Den habe ich mir auch geholt, diesen cremigen Pudding. Das schmeckt auch einfach absolut geil. Landliebe ist auch einfach, ja, eine Marke, die sich etabliert hat und man deswegen denkt, dass es gut ist. Dann habe ich mir hier wunderbare Küchentücher geholt. Ich gehe sehr verschwenderisch mit Küchentüchern um. Also wirklich, da muss ich sagen, dass ich auch der Umwelt zuliebe eigentlich komplett darauf scheiße. So, wenn irgendwas dreckig ist, wenn irgendwas das ist, wenn das, wenn ich da was sauber wischen will, dann benutze ich die hier und die gehen relativ schnell bei mir leer, weil die universell bei mir eingesetzt werden. Aber dafür sind ja Küchentücher auch da. Und da habe ich mir die halt auch von jedem Tag geholt, weil, ja, da gibt es qualitativ keinen Unterschied. So, da brauche ich jetzt hier nicht für Küchenrollen 8,70 Euro ausgeben, so, weil irgendeine Werbung mir verspricht, dass man damit einen ganzen Pool aufsaugen kann. So, juckt mich nicht. Ah, endlich wieder. Ich habe gestern Wäsche gewaschen und Waschmittel gehabt. Das war echt komisch, aber die Wäsche riecht trotzdem ziemlich gut, obwohl ich nur noch so wenig hatte, muss ich sagen. Also war ich wirklich überrascht. Jedenfalls habe ich mir hier für schwarze Sachen, weil ich habe irgendwie 95% schwarze Sachen. So, das einzig Weiße eigentlich sind meine Socken. Ja, ich bilde mir schon Geräusche ein. Ich bin ein ganz komischer Mensch. Deswegen habe ich mir halt diesen schwarzen geholt. Ich habe, glaube ich, auch noch irgendwo den anderen, aber ist egal, was es ist. Dann habe ich mir hier einen Sacrotan Universell Reiniger geholt. Habe ich, keine Ahnung, ich habe halt manchmal so... Ich habe manchmal so Momente, wo ich einfach meine Wohnung aufräumen will, beziehungsweise desinfizieren will, sauber machen will und dafür will ich dann halt Reiniger haben. Ihr werdet hier auch noch diverse andere Reiniger sehen, was mein Tick irgendwie bestätigt. Also wirklich, meine Wohnung ist sehr unordentlich, auf einem ganz hohen Level von Unordentlichkeit. Wie gesagt, ich habe mich jetzt zwischen Küche und Flur gesetzt, weil woanders habe ich keinen Platz, um das Video aufzunehmen, beziehungsweise die Lichtquelle wäre sonst zu weit entfernt, weil die Stube ist ja, ich habe ja oben keine Lichter, so. Ich habe ja nur Lichter direkt vor meinem PC, weil brauche ich sonst mehr nicht. Und deswegen musste ich mich halt hier hinstellen. Und meine Wohnung ist halt sehr unaufgeräumt und ich habe trotzdem diese Ticks. So. Und dann will ich halt das Putzzeug dafür haben, dass ich mal die Tür sauber machen kann, das Fenster sauber machen kann. Je nachdem, ich habe noch nie Fenster sauber gemacht. Aber ich will die Mittel dafür einfach haben, wenn ich irgendwann motiviert bin. Hui. Was haben wir denn hier? 2 Donuts dunkel. Oh ja. Aber die muss ich euch zeigen. Das ist einfach ein Anblick, der wunderbar ist. Guckt es euch an. Ihr könnt euch einfach frische, gute Donuts bestellen. Und das hier sind nicht diese 40 Cent Donuts, die ihr bei Netto oder sowas bekommt. Das sind richtige Donuts, die richtig geil fluffig sind. Du beißt rein und du denkst dir, Alter, ich bin auf Wolke
29, nicht Wolke 7, 29. Das schmeckt richtig geil und die muss ich jetzt gleich verzehren, weil ich die Verpackung aufgefressen habe. Die Verpackung hält das tatsächlich sehr gut ab, aber jetzt kannst du auch einfach in den Kühlschrank machen und dann entzieht sich einfach wieder die Luftfeuchtigkeit daraus. Und dasselbe haben wir hier auch nochmal, also ich habe dasselbe nochmal geholt und das ist einfach das Geilste. Du kannst einfach frische Backwaren bestellen. Wie krass ist das? Und es kommt dann an und das hat einfach Bäckerqualität. Und ich meine richtige Bäckerqualität, aber ich will jetzt hier nicht zu viel. Alter, was ist das für eine Was haben wir hier? Ja, Mann. Hier habe ich nochmal die Nuss-Nougat. Oh Mann, die muss ich euch auch zeigen. Ich will das eigentlich nicht aufreißen, aber es ist einfach nur absolut geil. Alter, jetzt mach ganz kurz die Augen zu. Mach die Augen auf. Ehre an jeden, der die Augen zugemacht hat. Wirklich, Grüße gehen raus. Alter, sehen die einfach geil aus und die haben eine Füllung von innen. Alter, ich lüge euch nicht an. Alter. Junge, ich habe noch nie so viele Glücksgefühle in einem Moment gehabt. Guckt euch diesen Donut an. Fluffig wie kein anderer. Schokoladenfüllung, Schokoladenglasur. Und noch irgendwelche Mandelstückchen drauf, die auch nochmal süß sind. Alter, absoluter Diabetiker, dieses Ding, aber es schmeckt einfach so geil. Ja, und den habe ich mir halt zweimal geholt gleich. Kommt in den Kühlschrank. Vielleicht bekomme ich auch durch Zufall jetzt Besuch, weil ich gutes Essen habe. Das kommt immer irgendwer. Dann habe ich mir hier wieder die Aero-Luft-Schokolade geholt. Keine Ahnung, warum ich immer wieder drauf reinfahre. Ich habe mich schon oft darüber aufgeregt, dass man hier eigentlich zur Hälfte für Luft bezahlt und das trotzdem gut schmeckt. Das ist ganz komisch. Die machen da einfach Luft zwischen. Die schlagen die Schokolade auf, da ist Luft zwischen und es schmeckt so, dass man es kauft. Also ich schaff's nicht. Früchtemischung. Dann habe ich mir hier einen neuen Tee geholt. Ey, ich habe hier alten Tee im Schrank. Ich habe ja mal so eine Teezeit gehabt. Da dachte ich mir, dass ich mir so jeden Abend eine schöne Kanne Tee mache, so wie alte Leute oder sowas, dass so eine Regelmäßigkeit in meinem Leben existiert. Und jetzt habe ich diesen Tee aber ewig lang in meinen Schrank stehen lassen und habe mir letztens einen Tee gemacht und es hat wie Wasser geschmeckt. Also das ist wirklich so, dass dieses Aroma auch irgendwann flöten geht. Wenn es zu lange steht, dann geht es einfach raus und hat keinen Geschmack mehr. Das war richtig. Das war aber, das ist wieder sowas, so, das ist wieder was fürs Leben. Weißt du, jetzt habe ich das gelernt, so dass da auf jeden Fall das Aroma rausgeht und dann kann man es nicht mehr nutzen. Ich dachte hier so Industriescheiße, da geht es niemals raus. Aber so geruchsintensiv wie das ist, kann man ja davon ausgehen, dass es irgendwann auf jeden Fall auch vorbei ist. Ja. Ja, die Gurke habe ich geholt, um sie mir in meinen... Nein, ich habe mir tatsächlich die Gurke nur gekauft, um an dieser Stelle einfach mal Gurkensohn zu grüßen. Wirklich. Ich habe mir sogar die Bio-Gurke genommen, damit nicht irgendwelche Ökos sagen, du hast die normale genommen, die Bauern werden ausgebeutet. So, keine Ahnung, die werden wahrscheinlich auch ausgebeutet, nur dass die so ein Bio-Hut tragen, keine Ahnung. An dieser Stelle möchte ich einfach nur Gurkensohn grüßen. Das ist auch kein Lutschen oder sowas. Ich habe einfach die wirklich nur geholt, um an dieser Stelle Gurkensohn zu grüßen. Ich werde die auch essen natürlich. Ja, Grüße gehen raus an Gurkensohn. Ach man, diese Welt. Dann habe ich mir hier das Bueno Big Pack geholt. Was soll man zu Bueno sagen? Schön Kühlschrank rein und dann holt man einfach so einen Riegel davon raus. Und hier schwebt man auf Wolke 7. Das ist so dieser alte Spruch, man schwebt auf Wolke 7. Das schmeckt einfach übertrieben geil. Und da habe ich mir gleich ein Big Pack von geholt, weil die einfach im Angebot waren. Und ja, kann man mehr auch nicht zu sagen, würde ich sagen. Oh oh, ah, nein, das kann ja gar nicht sein, also Amazon, wie wollten ihr das jetzt hier rechtfertigen? Ich dachte, euer Unternehmen ist seriös, also irgendein Lieferant einfach mal einen rausgenommen, ich habe Hunger, die längste Praline, ach nee, das war ja was anderes, Amicelli auch schon richtig lang Hintergrund, das habe ich mir damals immer geholt, wo ich so ein bisschen Geld hatte, das war noch richtiger Luxus, weißt du, also da war ich noch so richtig jung und dann bin ich immer in so einen Spar gegangen, das ist so ein ganz komischer Laden, der voll asozial aussieht, aber irgendwelche Rewe-Produkte oder sowas verkauft, kennt ihr das? So, das ist genau wie so ein Asiatenladen, so, weißt du, der irgendwo aufmacht, du gehst da rein, alles voll mit Kaufland-Produkten, sowas war das da und da habe ich mir immer das hier geholt, das ist immer geil, da war ich zusammen mit einem Kumpel, Amrit hieß der, Grüße gehen raus an Amrit, das siehst du wahrscheinlich eh nicht, ich habe den Namen auch nie wieder gehört, Amrit. Interessanter Name, oder? Mit dem bin ich immer in den Spar gegangen. Der wollte immer Babybell essen, aber ich habe immer das geholt, weil es war mein Geld. Und der hat dann richtig so auf Beziehungskrise gemacht. Das gab immer so einen großen Babybell und er wollte den unbedingt haben, dass wir uns den teilen. Und ich sage so, was willst du denn, Amrit, Alter? Ich will das hier essen. Geh mal den Babybell selbst kaufen. Und dann war immer bockig und wollte teilweise gar nichts mehr davon haben. Und dann habe ich es halt alleine gefressen. Juckt mich doch nicht so, wenn er nichts will. Denn ja, guck mich an, jetzt wiege ich 20 Kilo so viel. Aber das ist geil, Alter. Mit Amicelli habe ich schon eine richtige Vergangenheit. Ja, schön hier Rittersport, Knusperflakes, schmeckt richtig geil.
kauft euch das verdammt nochmal nur, wenn ihr anständige Zähne habt. Wenn ihr hier so ein drittes Gebiss oder sowas habt, lasst es sein. Die Dinger sind arschhart. Selbst bei 30 Grad sind, na gut, bei 30 Grad haben die dann irgendwie so eine Konsistenz erreicht, dass es dann irgendwann angenehm wird. Aber das ist einfach, also ich erzähle keine Scheiße. Es ist steinharter Müll. Und wenn du dazwischen beißt, hast du das Gefühl, dass du dir deine Zähne ausbeißt. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, wo die dieses Produkt in die Welt gesetzt haben. Digga, dieses Video geht schon 20 Minuten. Ich habe gesagt, das geht noch lange. Und ich habe noch zwei Tüten vor mir. Naja, irgendwer, wer sich das bis zu diesem Punkt anguckt, der lässt einfach mal einen Kommentar da. Hey du, ich habe mir das bis zu diesem Punkt angeguckt und nicht einfach irgendwie zufällig hier hingeswitcht. Grüße gehen raus. Nein. Ich habe mir hier in der Hoffnung, dass ich die richtigen gefunden habe. Ich habe mir mal vor Ewigkeiten so eine elektrische Zahnbürste gekauft. Ich war ewig nicht beim Zahnarzt, dann war ich beim Zahnarzt und habe mit denen auch ein bisschen getalkt. Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob. Ach, guckt er sich eh nicht an. Hier, der Zahnarzt, bei dem ich war, der kannte mich einfach und ist mir auf Twitter und so gefolgt. Richtiger Ehrenmann. Und der hat mir einfach empfohlen, das Beste sind halt wirklich elektrische Zahnbürsten und das nehme ich halt auch einfach ernst. Genauso wie er sagt, dass man Fluoridzahnpasta nehmen soll und hier nicht auf diesen neumodischen Kram hier hören soll, irgendwelche biologischen anderen Zusätze oder sowas, Ja, wie sieht doch nicht. Guck, ich bin komplett weg. Auf jeden Fall nimmt Fluorid. Scheiß drauf, was ihr davon hört, dass irgendwie krebserregend ist. In der Dosierung ist es nicht krebserregend, aber eure Zähne brauchen das zum Wiederaufbau. Weißt du, die Veganer und die ganzen Leute, die auf Fluorid verzichten und so, ja, also ich bin Anti-Fluorid-fraktionsmäßig unterwegs. So, ihr werdet dann sehen, wenn ihr hier mit euren verschimmelten Zähnen irgendwo rumsitzt. Aber denn hier Hauptsache so, ja, ich habe jetzt 1% Risiko für Krebs, habe ich jetzt gemindert, aber ich habe keine Zähne mehr am Maul. Richtig, ja, du hast das erreicht. Auf jeden Fall hatte ich keine Aufsätze mehr und ich hoffe einfach, dass ich mir die richtigen gekauft habe. Ich habe jetzt einfach auf gut Glück mir die geholt, weil ich denke, die Aufsätze sind eh alle gleich. Und ja, werde ich ja nachher sehen, ob sie sind. Die sehen auf jeden Fall gleich aus. So sehen sie aus. Und mal kicken. Ich war eigentlich mal gegen elektrische Zahnbürsten, aber wenn ein Chefzahnarzt mir das sagt, dann glaube ich daran. Ich habe ihm gesagt, jetzt mal so no flux, so, jetzt denkt man nicht ans Geld, sondern gib mir mal einfach den Tipp, weißt du, ich will nicht, dass du mich so voll labern mit irgendwelchen Produkten, ja, da stehe ich hinter und da kriege ich Provisionen hier, Ausschreibung, so, ich habe den wirklich gefragt. Ja, ja, ich mir schön die Saftbackwurst geholt. Saftbockwurst, ey, Alter, ich mache immer wieder diesen Fehler, das ist irgendwie Saftbockwurst, bloß sprich das mal jetzt sofort aus, Saftbockwurst. Nein, aber ihr habt das schon vorgehört, das ist unfair. Ihr müsst das lesen und das dann vorlesen. Irgendwie, der Kopf ist so nicht in der Lage, das beim ersten Mal richtig zu. Also meiner, ja, ihr macht euch wieder lustig. Mein Gott. Jedenfalls habe ich mir die geholt, sind auch lange haltbar, kannst du immer im Kühlschrank haben und schmecken einfach unglaublich geil. Also diese Konsistenz von diesen Saftbockwürsten ist einfach so nice. Du beißt da rein und es ist so ein geschmeidiger Biss. Das ist wirklich sehr angenehm. Kann ich jedem empfehlen. Dann habe ich mir hier neues Mundwasser geholt, hat mir mein Zahnarzt auch empfohlen, einfach machen, macht es, tut euren Zähnen was Gutes, auch wenn es ein bisschen teurer ist, das desinfiziert euer, das tötet eure Bakterien und man putzt euch die Zähne. Ich hatte so viel Ärger mit dem Zahnarzt, mit Loch, mit Zahn ist tot, muss alles rausgebohrt werden, Alter, nee. Macht es nicht, Alter. Putzt euch einfach die Zähne und dann passiert das auch nicht. Also vielleicht doch irgendwann, weil ihr schlechte Veranlagung habt, aber ansonsten. Ja, jetzt habe ich mir hier zweimal Desinfektionstücher geholt, weil ich dachte, das ist wichtig. Es gibt einfach so viele Momente, die nehme ich hier auch mit ins Auto. Ich habe mir mal so andere geholt, ich glaube, die waren auch von Sagotan, aber die waren so matschig mäßig. Ich weiß nicht, es muss so eine Fehlproduktion oder sowas gewesen sein. Weißt du, du machst das auf, willst dich damit einreiben, auf einmal sind deine Hände voll klebrig und du denkst ja so, Alter, ist dein Ernst? Aber die hier sind richtig gut, mit denen habe ich schon gute Erfahrungen gemacht und es gibt so viele Alltagssituationen, wo du einfach nochmal abwischen willst. Genau, wenn man auch auf so einer Toilette oder sowas ist, an einer Raststätte so, du musst richtig dringend auf Toilette, so hier die ganzen Trucker, denen ist Hygiene sowieso richtig egal. Mir ist es auch nicht so wichtig, aber so Spritzer oder sowas auf einer Kloschüssel müssen nicht sein, wenn ich groß muss. Gerade jetzt, wo ich hier so mein Durchfallding hatte und dann wischst du da einfach mal rum und dann hast du ein gutes Gefühl und gut ist. Und kann ich hier wirklich empfehlen, ist auch ein guter Geruch. Geruch verzieht schnell und ist angenehm. Dann habe ich mir hier schön die Sensodyne Zahnpasta geholt, wo schön groß Fluorid draufsteht. Damit triggere ich jetzt bestimmt einige Leute, aber das ist wirklich, Sensodyne kann ich. Mann, ich bin kein Zahnarztexperte. Ich glaube, der Zahnarzt hat mir das auch nicht empfohlen. Aber ich finde, Sensodyne macht einen sehr professionellen Eindruck. Ist halt Marketing, wovon ich mich verarschen lasse. Ich denke einfach, weil es teuer ist, ist es gut. So, ich bin so einer, weißt du. Ich habe eigentlich kein Wissen über irgendwas. Ich gehe einfach davon aus, dass es gut ist, weil es teuer ist. Ganz komischer Mensch bin ich. Hier, also Sensodyne habe ich mir geholt. Es schmeckt auch gut. So, ist halt gut. Ist keine Spielerei hier wie geiler Geschmack, extra mild oder sowas. Sondern es ist einfach nur Zahnpasta, wie es sein sollte. Dann habe ich mir hier
Ich sage Gotan Schaumseife geholt, die ist auch richtig geil. Die haben hier so eine Pumpe drin, die das richtig zu Schaum macht. Und weißt du, dann drückst du einmal rauf und kannst einfach gleich das richtig schön verreiben und das ist geiler Schaum. Das fühlt sich schön an und du hast irgendwie das Gefühl, dass sich das besser verteilt durch diese Konsistenz des Schaums. Kann ich auf jeden Fall auch wirklich empfehlen. No Product Placement. Übrigens nochmal für die Leute, die es nicht glauben. Jetzt so nach 25 Minuten einfach mal gesagt. Alles, was ich hier zeige, ist kein Placement. Ich bekomme nichts dafür. Ich zeige es einfach, weil ich mir die Produkte bestellt habe, beziehungsweise von den Produkten überzeugt bin, damit ihr Bescheid wisst. Fragt einfach nicht, warum ich mir das geholt habe. Ich bin kein Weintrinker, aber es gibt vielleicht bestimmte Situationen, wo das schön ist, dass man sowas hier hat. Keine Ahnung, so. Ja, hier schön unten Girl abfüllen, damit ich die kriege. Naja, eigentlich bist du schon ziemlich hässlicher. Naja, du hast Abonnenten. Du bist so geil, komm her. Weißt du so, ich weiß, wie es läuft. Fragt er mich auch gerade, sind Sie denn schon 18? Habe ich ihn so angeguckt und gesagt, ja, so ohne Bart nicht. So, das ist wirklich so, ohne Bart sehe ich halt einfach aus wie ein Kind. Und jetzt habe ich halt einen absoluten Ahmed Vollbart und jetzt sehe ich halt aus wie 34. So, dann habe ich mir hier schön die Teegut-Konfitüre geholt. Also wirklich, muss man einfach drin haben, so schön mit Stulle oder sowas. Das schmeckt einfach gut. Das ist auch einfach mal Abwechslung zwischen Nutella und sowas. Ich meine, das ist auch arschsüß, aber das erinnert mich noch so an die alte Zeit, so dieses normale Leben. So, ja, ich mache mir jetzt ein bisschen Erdbeermarmelade auf mein Toastbrot oder sowas. Und das ist einfach geil, Mann. Muss man einfach tun. Man muss das Leben ja auch irgendwie genießen. Dann habe ich mir hier Bref Power Universal in Kalker geholt, weil ich habe an meiner Dusche, an meinem Wasserhahn hat sich so viel Kalk gebildet. Das sieht irgendwie voll eklig aus und das will ich einfach nicht haben, weißt du? Und deswegen will ich ja einfach ein bisschen Zeug rüberwischen und in der Hoffnung, dass das Kalk weggeht. Dass der Kalk weggeht, keine Ahnung. Der, die Kalk, das Kalk, der Kalk. Oh, da bin ich gerade unschlüssig. Schreibt das in die Kommentare. Dann habe ich mir hier auch nochmal die Markenluft-Schokolade geholt. Die ist tatsächlich teurer. Ich verstehe nicht, warum ich das mache. Die ist teurer als die und hier ist viel mehr drin. Vielleicht haben die hier mehr Luft verarbeitet, obwohl man so einen Konzern wie Milka, beziehungsweise was steckt denn hier hinter? Ach ja, Mondelez. Habe ich mir schon hier bei Marktcheck, habe ich mir hier schon angeguckt. Milka im Scheck oder sowas. Ich feiere das einfach. So 40 Minuten lang so eine richtig professionelle Dokumentation darüber, wie gut eine Marke ist, woher die Sachen sind. Marktcheck auf YouTube kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, schmeckt halt auch geil, kann man nicht viel zu sagen. So, jetzt muss ich das mal erstmal. Alter Schwede. Oh, ich habe noch nie ein höheres Gewicht getragen. Das sagt viel aus über mein Leben. 27. 27 Minuten. Was habe ich mir hier geholt? Full de Pire Schokocroissant. Ja, hier sind normale Schokocroissants drin, allerdings auch in Bäckerqualität. Also wirklich kann man empfehlen. Alter, meine halbe Küche ist voll mit Fressen. Was bin ich für ein Mensch? Ja. Ich habe es wieder mal versucht. Ich habe mir wieder Burgerbrot geholt. Ich habe ja noch von meinem Einkauf vom letzten Jahr, scheinbar, habe ich noch diese Burger-Patties. Und ich will mir einfach nochmal richtige Burgers machen mit so Tillmanns. Das sind so Tillmanns-Patties. Keine Ahnung. Kennt ihr hier Tillmanns-Toasties? Die haben ja auch noch andere Sachen. Das ist so komisch, wenn ein Produkt so richtig viral geht, Tillmanns-Toasties. Jeder kennt es, weißt du, aber keiner kennt Tillmanns-Patties für Burger. So kennt keiner, aber ja, die Marke hat mich einfach überhaupt nicht überzeugt. Das ist so eine typische fetten American-Marke, aber ich habe es einfach geholt, weil, ja, kenne ich. Und die Qualität wird schon nicht so schlecht sein. Und da habe ich mir einfach sechs Burgerbrote geholt. Im Endeffekt wird das wieder darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann nichts mehr hier habe und dann werde ich die so essen, weil die kann man wirklich so essen. Es war total unmenschlich, die so zu essen, aber es schmeckt einfach. Ich schwöre euch, kauft euch mal diese Burgerbrote und esst die so. Das schmeckt mega gut. Ist sehr trocken, also ihr müsst einen guten Speichelfluss dafür haben, aber es ist einfach geil. Dann habe ich mir hier den wunderbaren Kuschelweichspüler geholt. Der riecht sehr gut. Weißt du, manchmal, ich weiß immer noch, wo ich mit meiner Mutter einkaufen war, sie immer so richtig professionell. So andere schwenken Wein, sie macht so den Weichspüler. Ja, der ist gut und den haben wir auch oft genutzt und deswegen habe ich mir den gekauft. Ich habe gar keinen Bock, irgendwie neue Weichspüler auszuprobieren. Ich habe mir mal so einen grünen Weichspüler geholt, der hat voll nach Oma gerochen und da dachte ich mir so, scheiße, habe ich letztens auch weggekippt. Ich zieh doch keine Sachen an, die hier mit Oma-Weichspüler gewaschen wurden. Habe ich mir hier Auslesekaffee geholt. Die Hälfte ist für Besuch, die andere Hälfte ist für Geruchsneutralität. Ich liebe den Kaffeegeruch, wirklich. Ich stelle den Teller dann einfach nur neben mir und will den ganzen Tag Kaffee riechen. Ich finde diesen Geschmack übertrieben eklig. Und ich habe damals auch nur so ein bisschen von meiner Mutter aus der Tasse getrunken und habe den seitdem nicht mehr getrunken. Ich brauche diesen Kaffee und dieses ganze Zeug nicht. Aber ich will den einfach da haben. So, aber der Geruch, der ist wirklich geil.
So, dann habe ich mir hier Meister Propper. Ey, der ist übelst sympathisch, wa? Auch wenn er, wenn ich denke, dass er schwul ist. Also, okay, das hat sich jetzt dämlich angehört. Ich habe ja kein Problem. Oder der sieht aber schwul aus. Also, ich will jetzt nicht ablenken davon. Ich habe kein Problem mit Schwulen. Aber irgendwie löst der eine Sympathie in mir aus, weil der einfach schon so lange mein Leben ist. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Mein Vater hat eine Glatze und ich glaube, ich suggeriere das so ein bisschen hier drin. So, ich sehe, dass er eine Glatze hat und er ist mir automatisch sympathisch, weil ich hier drin meinen Vater sehe. Papa. Ich glaube, er guckt meine Videos sogar noch, aber wir haben halt keinen Kontakt. Entfernt bis zu 100% Schmutz und Fett. Ja, geil. Was ist das für eine Angabe? Wie gesagt, Haushaltsreiniger. Ich will einfach genug davon hier haben, falls ich irgendwann mal meinen Putzalarm habe, dass ich halt gleich eingreifen kann. Hier habe ich nochmal kuschelweich, sanft. In weiß. Weiß war auch nochmal. Oh ja, oh, das ist so ein angenehm. Obwohl, der ist schon ziemlich unangenehm, der Geruch. Scheiße, was habe ich da gemacht? Es geht. Es geht. Das sind so Gerüche, die gehen. Weißt du, ich will nicht so einen aggressiven haben. Ich will einfach so einen angenehmen, frischen Geruch haben. Und normalerweise will ich eigentlich auch gar keinen Weichspüler mehr benutzen, weil das halt irgendwie komisch ist. Ich habe hier das einmal hier ein Waschmittel gehabt. Hatte irgendwie beides drin und es hat echt frisch und angenehm gerochen. Und das ist eigentlich auch nicht gut für die Haut, aber ja, so ist die Gesellschaft. Ich will halt nicht stinken. So, das ist mein einziges Problem. Mir ist alles scheißegal. Ich kann nackt auf der Straße rumlaufen, aber sobald ich stinke, oh, hell no, das geht gar nicht. Also draußen, hier drin ist mir das egal. Jetzt stinke ich wahrscheinlich auch. Ich habe gestern geduscht, jetzt habe ich ein bisschen geschwitzt, ich klebe ein bisschen, aber hier drin ist mir das einfach egal. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich mir einmal die Landliebe-Milch geholt. Das ist auch geil, weil die in 500 ml-Päckchen dosiert ist. Ab in den Kühlschrank, morgens einfach mal hier schön hinterhauen und der Tag kann einfach gut starten. Das ist so, dieses ein gutes Frühstück macht den Tag besser, das stimmt einfach. Und wenn das Frühstück nur daraus besteht, dass man Kakao trinkt, diese Stoffe, die da drin sind, die lösen in dir so gute Laune aus, weiß ich, tue ja auf Professor, aber dabei ist es einfach nur der Zucker, der reagiert mit dem Kopf, so weißt du, so Endorphine oder sowas. Und ich tue ja so, als ob da übelstes krasse Zeug drin ist, als ob das so die Weltherrschaft an sich reißen könnte. Dann habe ich mir hier nochmal Perwoll All Color geholt, weil ich ja auch manchmal, wie gesagt, ich habe auch 5% Sachen, die andere Farben haben, beziehungsweise andere Farben inkludiert haben im Schwarz. Und da hole ich dann einfach so einen Weichspüler, der auf alle Farben ausgelegt ist. Das ist kein Weichspüler, das ist. Mann, wie nennt man denn das? Vollwaschmittel. So. Mann, ey, ich bin keine Küchenfrau oder sowas. Ich habe keinen Plan davon. Dann habe ich mir hier nochmal den General-Universalreiniger geholt. Ich weiß, das ist jetzt schon der zweite oder dritte Universalreiniger, aber ich will einfach gewappnet sein für den Fall der Fälle, dass ich wirklich mal meine ganze Wohnung aufräume und da wird das hier nicht reichen. Riecht sehr gut. Kann man nicht viel zu sagen. Habe ich jetzt noch nie negative Erfahrungen mitgemacht und ich habe das einmal. Ey, ich Idiot, ich hab mein Bad geputzt und wusste nicht, wie man das dosiert. Und dann habe ich einfach die halbe Flasche reingekippt. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass man da eigentlich nur eine Kappe von reinmachen soll. Das würde auch erklären, warum mein Fußboden am Ende so geklebt hat. Gar nicht so lustig. Ja, dann habe ich hier mir Mr. Muscle Power Gel Rohr freigeholt. Ja, mein Rohr ist verstopft. Alter! Alter, das ist harter Shit, das ist offen. Alter, das ist gar nicht lustig. Das ist ja richtig ätzendes Zeug. Also das ist ja richtig hartes Zeug und das war einfach offen. Danke, Amazon. Geil. So schön auf die Tomaten rauf, die ich heute zubereiten will, so für die Familie. Aber das kann man sich wirklich holen, denn danach ist es auch frei. Wirklich, danach ist das Rohr gereinigt. Alter. Was habe ich hier? Furiltepi. Ah, hier sind schon wieder Schokocroissants, muss ich euch auch nicht nochmal zeigen. Ich will jetzt nicht alles aufmachen, weißt du, weil ich esse nicht alles gleichzeitig. Dann habe ich mir hier wieder die wunderbare WC-Ente geholt. Grüße gehen raus an alle Stream-Zuschauer, die sehen, was für einen emotionalen Wert eine WC-Ente für mich hat. Die Original-WC-Ente aus dem Regie-Stream, aus dem Regie-Cut, die habe ich immer noch. Die liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Aber das hier hole ich mir auch immer so, weil ich mag es, wenn meine Toilette sauber ist. Alleine ist mir das egal, aber wenn ich Besuch oder sowas habe, Mann, wenn ich Besuch habe, wie ich hier so rede, als ob hier alle Leute Tag ein, raus und rein gehen, weißt du, so als ob ich Hotel wäre. Aber ich mag das einfach, wenn meine Toilette gut riecht und sauber ist. Und das hier durch diesen Schwanenhals ist es auch echt geil. So kannst einfach unten durchgehen und dann ist das nice. Dann riecht es gut und du hast ein gutes Gefühl. Ja, die Bürste habe ich mir geholt, weil
Ja, weil ich an bestimmten Stellen meinen Teppich reinigen will, weil ich ja ein kleines Luder bin, habe ich an manchen Punkten dann einfach Essen fallen lassen und dann hat sich dann Fleck gebildet. Ich meine, der ganze Teppich ist voll Flecken, weil der noch von der Vormieter ist. Aber es gibt dann so Flecken, die man noch wegkriegt und deswegen habe ich mir so Teppichreiniger geholt, so Zeug, was du so raufsprühst und dann so einarbeitest und dann mit einem Staubsauger wegmachst. Und deswegen habe ich mir da jetzt die Bürste geholt. Ich hatte eigentlich mal eine, aber die habe ich auch schon wieder verloren. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mir hier so ein Breuer Beauty Teil geholt. Ich habe das gesehen und das war voll angenehm. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Teil, was du in dein Gesicht hältst und das macht in deine Haut rein irgendwie, weil das so durchpoliert. Und das feiere ich. Ich habe ja wirklich, wenn ich so nah rangehe, hier, guck mal, man sieht es, wie meine Poren sind, wie mein Gesicht ist sehr unrein, weil mich interessiert Pflege nicht. Ich gehe duschen, mache jetzt maximal meine Haare nach oben und der Rest interessiert mich nicht. Mann, scheiß mal auf diese Modewelt, Alter. Lebt einfach so, wie ihr leben wollt und hört auf. Aber ich habe mir jetzt einfach mal das Ding geholt, um zu gucken, wie das funktioniert und das soll sehr angenehm sein mit der Bürste und mal gucken, Gesichtsbürste für eine gepflegte Gesichtshaut. Vielleicht ist es angenehm, vielleicht war das ein Fehlkauf. Nur so lernt man aus dem Leben. Dann habe ich mir hier nochmal Sillet Bang Schimmel und Dings geholt. Ich habe hier leider in der Wohnung vereinzelt Schimmel. Das ist aber noch von der Vormieterin. Ich habe das einfach so gelassen, weil es mich nicht gejuckt hat. Ich würde es damit einfach wegmachen. Es ist sehr unangenehm. Und deswegen habe ich es mir geholt. Und auf Fettlöser muss ich auch noch einiges machen. Wie gesagt, ich will halt einfach alles da haben für alle Eventualitäten, für alle Motivationsschübe. Muss ich gewappnet sein. Und jetzt kommen wir zum letzten. Nein, meine Adresse bekommt ihr nicht. Ja, darauf haben die Leute gewartet. Darauf erwartet gar keiner mehr, weil sich niemand 36. Ey, Junge, was bin ich für ein Mensch? Habe ich gerade 36 Minuten Video aufgenommen? 36, das guckt sich keine Sau an. Und entmonetarisiert. Geil. Oh, hier habe ich mir nochmal die Spezi geholt. Paulaner Spezi, Alter, was soll man dazu sagen? Das ist das beste Getränk. Jeder sollte in seinem Leben Paulaner Spezi mal probiert haben. Wirklich, das ist ultimativ geil. Und ich werde mir die schön hinterkippen. Ich habe schön. Das Geile ist, ich habe in mein. Jetzt ist meine Schokolade gebrochen, weil ich das darauf gemacht habe. Ach man, Leben ist scheiße, alles zurückschicken. Amazon ist schuld. Ich habe in meinen Kühlschrank habe ich sogar so ein Fach dafür, also wo ich die Flaschen so reinstellen kann und das feiere ich. Dann kann ich da 6 Flaschen schön kühl halten und dann hole ich mir einfach was raus. Größten Glücksgefühle EU West. Na gut, Leute. Da ich das Video gerade so über 10 Minuten gestreckt habe, jetzt mit 37 Minuten, würde ich ganz einfach mal sagen, kommen wir langsam zu Ende, weil ich euch alles gezeigt habe, was irgendwie heute gekauft wurde und das hat sich doch ziemlich in die Länge gezogen. Wie gesagt, knapp 180 € habe ich für den Einkauf ausgegeben. Viele Hausreinigungsmittel. Bei dem hier bin ich gespannt, das probiere ich gleich aus, schön gleich an der Nase machen und dann bin ich gespannt. Naja, ich bedanke mich bei euch, wenn du das hier bis zu diesem Punkt angeguckt hast, dann bin ich dir sehr dankbar. Dann habe ich das nicht ganz umsonst gemacht. Und ansonsten gibt es mehr nicht zu sagen. Ich liebe sie. Ciao.